الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah, der Hocherhabene, spricht im Koran: Wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubige, auf dass es euch wohlergehen möge. Nun, Allah hat an mehreren Stellen des Buches zur Reue aufgerufen und dazu aufgerufen, dass man sich ihm reumütig zuwidmet. Und dies aus zwei Gründen, o Muslim. Der erste Grund: damit deine Gehorsamkeiten erfolgreich sein mögen, denn die Schändlichkeiten der Übeltaten vererbt, die Schändlichkeit der Übeltaten vererbt den Verlust und hinterlässt Scheitern im Gehorsam. Die Fesseln der Sünde verhindern das zügige Weiterschreiten im Dienst Allahs. Die Last und das Gewicht der Sünde lässt die Taten des Gehorsam beschwerlich sein. Das Verharren auf den Sünden lässt die Herzen in Dunkelheit und Verhärtung zurück. Und erbarmt Allah nicht, dann führen diese Sünden zum Unglauben. Wie soll auch jemand zu einer akzeptablen Anbetung verholfen werden, der sich in Schändlichkeiten des Ungehorsams und der Sünden befindet? Wie kann jemand zur Annäherung zu Allah aufgerufen werden, der sich beharrlich auf seinen Sünden befindet? Wie soll jemand seine Zwiegespräche mit Allah führen in seinen Gebeten, der durch Schmutz und Unreinheiten der Sünden geprägt ist? Zweifelslos findet eine von Sünden belastete Person nur selten Erfolg zum Gehorsam und zur Dienerschaft Allahs. Und sollte es doch geschehen, dann nur mit großer Mühsal, ohne Wohlgeschmack und Lauterkeit. Mit Recht hat jemand gesagt: Wenn du nicht stark genug bist, gewisse Taten zu verrichten, dann bist du in deinen Sünden gefesselt. Zweitens, du bist zur Reue verpflichtet, damit deine Taten Annahme finden. Ein Gläubiger erwartet ja keine Geschenke vom Schuldner, sondern dass er ihm seine Schuld begleicht. Nun, die Reue beinhaltet neben dem tiefen Bedauern auch das Loslassen von der Sünde. Die Reue ist das Losreißen des Herzens von der Sünde. Die Reue bedeutet, man lässt davon ab, sich für eine Sünde zu entscheiden, die früher begangen worden war, aus Verherrlichung zu Allah und Furcht vor ihm. Und drei Dinge sollten dir dazu verhelfen. Nummer 1, erinnere dich, wie abscheulich deine Sünden sind und schaue dabei nicht bloß auf die Tat, sondern schaue, wem du ungehorsam warst, auf wessen Boden, mit welchem Körper. Du hast dich nicht geschämt, dass er dich dabei beobachtet. Deshalb ist es eine Unverschämtheit gegenüber dem, der dich und deine Kräfte erschuf. Zweitens, erinnere dich an die Strafen Allahs und seine Drohungen im Koran. Drittens, erinnere dich an deine eigene Schwäche. Du erträgst die Hitze der Sonne nicht. Du erträgst keine Ohrfeige. Einen Hornissenstich kannst du nicht ertragen. Wie willst du das Höllenfeuer ertragen? Wie willst du die Prügel der Engel ertragen? Den Biss von Schlangen, deren Hälse so dick wie Kamele sind, und Stiche von Skorpionen so groß wie Maultiere. Wie willst du all dies ertragen? So rechne mit dir selbst ab, bevor du der Abrechnung unterzogen wirst, denn dein Todestag ist verborgen und die Welt ist ablenkend. Wende dich demütig Allah zu und flehe ihn um Erleichterung an. Allahumma ighfir lana ma salafa min al-dhunub, fa innahu la yaghfiru adh-dhanba illa ant. Wa'fu anna bi judik wa taqabbalna bi fadlik, wanzur ilayna bi rahmatik wa la takilna ila nufusina tarfata 'ayn. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا العز والجبروت أعز الإسلام والمسلمين واكبت الكفر والكافرين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.